Ich weiß nur, wie schlecht es mir ging. Ich habe so gelitten und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Aber gleichzeitig wäre es total spannend für mich gewesen, damals, wo meine Ex mit mir Schluss gemacht hätte, zu wissen, wie lange? Wie lange dauert es? In diesem Video gehe ich auf wichtige Teile rein. Ganz wichtig, kein Video ersetzt das persönliche Coaching, was du uns haben kannst. Ex zurück, was ist das Entscheidende? Im Grunde genommen zusammengefasst, hat die Person, die sich in dich verliebt hatte, die dich als Partner sich auserkoren hat, über irgendwelche Sachen, die dir mal mehr, mal weniger bewusst sind, von dir getrennt. Da sind ganz konkret von nett und noch harmlos irgendwelche Gewohnheiten, die man wirklich aufräumen könnte, die du noch nicht ganz gerafft hast. Da sind Dinge in deiner unbewussten Attraktivität, wo du nicht weißt, dass du einfach wie einen LKW, ne, der voll mit Milch ist und der hat da einfach so drei blöde Löcher in diesem Tank drin, die er nicht sieht. Ne, und die ganze Zeit tropft Milch raus und plötzlich war auf halber Strecke, war der halb leer und Ex hat also die ganze Zeit irgendwie was bei dir nicht gemocht oder ist über irgendwelche Sachen deiner unbewussten Attraktivität gestolpert und du bist da rausgeflogen. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz unangenehm außen die, wo sich jemand in jemand anderes, wo sich deine Ex in jemand anderes verliebt hat, dein Ex auf jemand anderen steht oder auf eine andere steht, was immer euer Case ist. Und das ist so schwierig, weil viele den Mut verlieren, obwohl wir auch hier sehr schöne Ergebnisse immer wieder erzielen, wo wir es noch geschafft haben, das wieder einzurenken. Du kannst dir vorstellen, dass auch hier der Zeitraum sich sofort verändert. Und last but not least, das Wichtigste für mich, die Beziehung hast du mehr im Griff, weil du gewachsen bist. Das heißt, du wirst weniger so eine böse Überraschung in Zukunft erleben. Und das ist ganz wichtig. Wir sind also in einem Wachstumsprozess. Dort nehme ich dich an die Hand. Dort ist Ex zurück wahr. Ich glaube nicht daran, dass jemand wieder Schluss macht und du machst ein paar Moves und kalte Schultern, ein bisschen Kontaktsperre, er kommt wieder zusammen, es geht weiter. Nein, das passiert nicht. Ich weiß noch, wie er auf mich zugelaufen ist. Emanuel, du bist der Emanuel. Ich habe meine Ex mit dir zurückerobert, mit deinen Videos. Ich so, ja, cool. Aber dann hat sie wieder Schluss gemacht. Ja, er hat ein paar Sachen angewendet, aber es hat innen drin nicht Klick gemacht. Und deswegen sage ich immer, nimm dir ein Coach dazu. Und für alle, die da sind, die bei uns im Coaching sind, bleib dabei, dass du das nutzt, dass du hier genauso die Wachstumsknoten machst, die nötig sind. Genauso wie jemand, der einfach von der dritten in die vierte Klasse kommt, der ist auch irgendwo gewachsen, ein bisschen smarter und deswegen klappt es in der vierten Klasse, sonst wirst du ja wieder zurück in die dritte Klasse. Also glaub an dein Wachstum, aber du willst es auch haben. Ohne Wachstum wird sich die Trennung wiederholen. Und deshalb, Ex zurück, was ist das Wichtigste für dich jetzt zu wissen, wenn du mit uns diesen Weg gehst, was würdest du dabei erleben und nochmal richtig lernen, verstehen, damit es überhaupt funktionieren kann? Wichtig. Dann, was brauchen wir, was haben wir da für Faktoren, die Zeit verlängern oder verkürzen? Natürlich am Schluss noch eine ganz wichtige Erfahrung, die ich mit dir teilen möchte. Es macht wie immer Sinn, bis zum Ende dabei zu sein. Ich habe Leute erlebt, die nach Ex zurück mit sich besser im Reinen waren, gesünder waren, bessere Gewohnheiten aufgebaut hatten und einfach besser aussahen. Ich musste direkt so sagen, du in geiler, wenn wir das richtig machen. Ich habe erlebt, wie Leute aus Ex zurückgekommen sind, anschließend mit ihrem Team, mit ihrem Projekt, mit ihren Herausforderungen besser umgegangen sind, im Job mehr performt haben, weil sie so Sachen gelernt haben über die zwischenmenschlichen Feinheiten, die sie einfach haben besser performen lassen. Ob das mit Kunden war oder mit Mitarbeitern war oder mit der Company oder mit dem Chef, du wirst dort besser werden. Verrückterweise. Sau schön. Also, wenn du eine Beziehung hast, die unter einem Jahr ist, dann ist es so, dass sich relativ schnell entlang unseres Coachings immer herausgestellt hat, ob das wird oder nicht wird. Das kann teilweise in kürzerer Zeit eingerenkt werden, teilweise braucht es dann doch 2-3 Monate. Aber Achtung, die muss natürlich diese 2-3 Monate, die müssen sitzen. Also da nichts so, ich probiere mal ein bisschen, das muss sitzen. Dann kann das sich relativ flott wieder finden oder stellt sich heraus, dass hier etwas Tieferes kaputt ist, weshalb die Beziehung auch nicht weitergegangen ist. Das ist eine Sache, das ist manchmal total schwierig, aber man findet es heraus, welcher der beiden Cases das ist. Haben wir klassische Beziehungen über ein Jahr? Haben wir vielleicht sogar Kinder mit drin? Haben wir ein gemeinsames Unternehmen mit drin? Eine gemeinsame Immobilie mit drin? Solche Sachen, einen gemeinsamen Freundeskreis? Alles ähnliche Fälle? Dann ist es so, dass Ex zurück, je nachdem, wie diese Faktoren aufgestellt sind, schneller gehen kann, also ebenfalls in 1-2 Monaten sich einrenken kann, oder aber
ein Langfristspiel wird, weil mit den ganzen Verbindungen Kontaktsperren anders aussehen. Wo wir als Coach dann schauen, wie wir das nutzen und wie wir dich an deinen Sabotagen bremsen, wie unter anderem, da gibt es mehrere, aber eine Sabotage ist immer wieder einzubrechen, in die alten Muster zurückzufallen, weil du sagst, wir müssen uns jetzt ja sehen. Ganz im Gegenteil, weil wir uns sehen müssen, daraus machen wir eine Chance. Geil, wir müssen uns sehen und dort bringen wir die Elemente rein und passen die entsprechend an. So, jetzt wichtig. Habe ich Beziehungen, die sind 5, 6 Jahre länger? Dann ist es so, dass sehr viel passiert ist und wir am Anfang schauen, was haben wir hier für ein Case? Werden die, jetzt sind das wie zwei Sterne, die auseinanderdriften, dann ist der Prozess länger. Haben die sich verschluckt, ist der Prozess kürzer. Lang-Kurz haben wir hier 3 Monate im Kurzbereich, lang haben wir länger. Achtung, wenn die Person betreut ist und die ganze Zeit betreut an ihrem Raumschiff arbeitet, sodass die Raumschiffe wieder anfangen, sich wieder zu vermissen. Denn wir haben mit 5, 6 Jahren und länger sehr viel Konditionierung, dass ihr eigentlich sehr eng seid. Wir haben hier etwas andere Herausforderungen, die wir natürlich mit all den Tausenden von Stunden Erfahrung auch jeweils anpassen. Weiterhin sind die Persönlichkeiten auch ein Thema. Haben wir Persönlichkeiten, die toxisch sind, ist die Herausforderung, mit denen umzugehen, etwas größer. Immer noch möglich, einen toxischen Partner wieder einzurenken. Gerade bei den toxischen Borderline. Narzisstische Persönlichkeiten ist es möglich, dass es ganz am Anfang schon kleine Erfolge gibt, die dich leider denken lassen, du hast es geschafft. Und dann gibt es die zweite Trennung und boom, die knallt halt richtig. Was auch noch einen Unterschied macht für mich ist, wo stehst du? Bist du dort, wo du das Leiden nur weghaben willst? Da war ich. Ich wollte das Leiden nur weghaben. Und deswegen bin ich zwar weit gekommen, aber dann gescheitert. Oder bist du dort, wo du siehst, ich will ja wachsen, damit er sich wieder in mich verlieben kann, weil sie hat sich schon mal in mich verliebt. Das heißt, ich bin potenziell für sie spannend, attraktiv. Ich bin potenziell für ihn ja attraktiv. Ich muss nur ein paar Sachen anders zusammensetzen, damit die Anziehung wieder stärker ist als die Kräfte, die uns auseinanderbringen. Wenn es dir nicht gelingt, dann wird entlang der Rückeroberung du zwar deine Anziehung erhöhen, nächster wichtiger Punkt, ne? Wie sieht es aus, wenn es nicht funktioniert? Du wächst zwar, aber nicht genügend. Deine Anziehung erhöht sich, aber der wegdriftende Faktor für den Ex, was ihn gestört hat, was er nicht mehr cool fand oder wo es woanders spannender ist, ist größer. Und dann erleben wir, wie es zwar noch Komplimente gibt, oh schön, oh toll, das hätte man der Beziehung zeigen sollen, aber in Wirklichkeit die beiden sich weiter trennen. Das heißt, bist du dort, wo du Lust hast, maximal, das jetzt als Wachstumschallenge zu sehen und die beiden Planeten kommen wieder zusammen, die beiden Raumschiffe finden zusammen. Oder bist du dort, wo du ein bisschen was probierst, aus dem Schmerz raus willst und im Grunde genommen dich zu stark entspannst, wenn es wieder ein Stück vorwärts gegangen ist und du dich nicht genügend unterstützen lässt, um das jetzt so hinzukriegen, dass es nicht nur von dir von innen aus alles neu ist, sondern dass man auch von außen, ein Coach wie ich, sage, du bist auf einem guten Weg. Zum Schluss habe ich dir versprochen, ich erlebe immer wieder, wie manche sich innerhalb von wenigen Tagen, Wochen wiederfinden und wir das einen Verschlucker rausholen, ne, wie am Apfelstück verschluckt hat sich da Schneewittchen und plötzlich geht's weiter. Ich erlebe aber auch das Gros, wie wir im Bereich von den Monaten sind. Du Durstperioden, Dürreperioden erlebst. Wir aber sehen, dass das Wachstum passt. Die kleinen Reaktionen vom Ex auch oder von der Ex auch hier und da sind. Wir können schon recht klar unterscheiden zwischen Rumgeschleime und echte Bewegungen. Und wie dann nach eher so in dem Bereich einige Monate du dort stehst, wo sich das langsam wieder nähert und wir von dir später die Hochzeitsbilder, Verlobungsbilder wieder zusammengezogen, glückliche Familienbilder, was ich schon alles hatte, von Leuten, die den Weg gegangen sind, geschafft haben. Und dann ist nämlich das Geheimnis, war nicht so schlimm, dass es dann 4 oder 7 oder 3 Monate waren, sondern dass es geklappt hat. Wenn es klappt, schmilzt die Länge nämlich für dich in der Erinnerung auf ganz klein. Wenn du ankommst, sauschön, nichts anderes hast du verdient, tu was immer nötig, um das hinzukriegen, hol dir hier Coaching und Kurs und viel Erfolg.